Neues Video von mir für euch. Hallo Freunde, herzlich willkommen. Neues Video von Savage Scooters. Heute geht es um einen weiteren Teil. Ich glaube, es müsste Teil 2 sein. Ich habe schon dreckige Hände. Ich habe schon ein bisschen was getan. Von unserem 15.3 Fat Red Projekt. Und zwar, der Motor ist schon sehr weit gediehen. Ich zeige euch das gleich. Was wir jetzt als nächstes machen müssen, ist den alten Motor aus dem Bock ausbauen. Was natürlich bedeutet, dreckige Finger. Ich habe das Mädchen hier schon mal aufgebockt. Ich werde euch jetzt ein paar Impressionen zeigen. Wie immer untermalt von etwas schöner Musik. Ja. Werden dann noch ein bisschen kurz in den Motor einsteigen, werde ein bisschen was erklären, werde euch auch ein bisschen noch was zeigen. Und dann glaube ich, können wir starten. Pörnchen ab. Viel Spaß beim Video. So, weiter geht's. Wie wir sehen wir tatsächlich einen Quattrini, und zwar einen 244er. Der wird dort verbaut. Ich habe die Dichtungen schon soweit vorbereitet, habe auch entsprechend den Boostport bearbeitet. Das ist immer so ein bisschen eine Engstelle, da kann ruhig ein bisschen mehr gehen. Hier ist normalerweise bei den alten Gehäusen immer so ein bisschen mehr Gehäuse nötig. Deswegen ist hier so eine angegossene Kante, die kann man bedenkenlos wegnehmen, wenn man mit einem Malossi-Gehäuse spielt. Ja, das ist also gar kein Problem. Ja, dann haben wir hier das Gehäuse, also zumindest ein Teil des Gehäuses. Das ist jetzt schon etwas vorbereitet. Was mir noch fehlt, ist die Kickstarterwelle und die Feder. Die kommt dort auch noch rein. Die habe ich natürlich auch in der Aufzählung im ersten Teil vergessen, was die Preise anbelangt. Das heißt, ich werde in dem anderen Video dann entsprechend nachgebessert haben. Ja, ja, ganz wichtig, Malossi-Gehäuse. Malossi bietet Lager standardmäßig hier so ein Festlager mit an. Das bedeutet, dass du, ja, wenn du das Lager, was Malossi da mitliefert, einbaust, dann bekommst du das Gehäuse nicht mehr gespalten. Oder nur sehr, sehr schwierig gespalten, weil das Lager hier dann fest auf der Kurbelwelle sitzt. Und das ist nicht so entspannt. Deswegen empfehle ich euch hier, das Lager der T5 zu nehmen. Das ist jetzt von der Firma SKF. Ich kann mal ein bisschen ranzoomen, vielleicht kann man das auch ein bisschen besser sehen dann. Also entsprechend vernünftiges und hochwertiges Lager verbaut. Ja, da hinten ist das Standardlager von Malossi drin. Ja. Und wie bei allen neuen Gehäusen der neuesten Generation haben wir hier das Edelstartloch. Und das machen wir mit einer Abdeckplatte, machen wir das dicht, damit die Luft vom Lüfterrad dort nicht entweichen kann. So, im Hintergrund seht ihr ihn ja schon stehen. Das ist der neue Motor für die Fat Red. Ich weiß noch nicht, ob ich das Gewinnspiel schon gemacht habe, muss ich mal schauen. Dieses 15.3 oder 15.3, das ist etwas, wo ich die Community mal fragen werde. Wenn das Gewinnspiel schon gelaufen ist, dann könnt ihr das natürlich jetzt nicht kommentieren, oder ihr könnt es schon kommentieren, aber je nachdem, wer es weiß, was 15.3 heißt, kannst du ja mal unten in die Kommentare schreiben. Also ihr seht im Hintergrund den Motor, dazu werde ich euch jetzt noch ein bisschen was erklären.
Der Motor hat ein paar Besonderheiten, ein paar sehr geile Features, neue Teile, die es noch nicht auf dem Markt gibt, die jetzt damit mit diesem Motor quasi erprobt werden. Darf sie erproben und der Thorsten, der den Motor bekommt, der hat dieser Erprobung eingewilligt. Das heißt, alles was kaputt geht, tja, so mal gucken, wie wir das machen. Nein, da wird nichts kaputt gehen. Ich bin da guter Dinge und ich freue mich auch sehr auf die Tests und ich freue mich auch, dass BGM endlich diesen Schritt gegangen ist und diese Teile mit anbietet. So, dann gehen wir mal ein bisschen näher auf den Motor ein. Ja, wir haben hier ein Malossi-Gehäuse, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und zwar ist das das Membrangehäuse. Hier könnt ihr das sehen. Und dieses Membrangehäuse hat von Malossi einen ganz großen Vorteil. Denn ihr seht die Positionierung des Einlassbereiches, der ein Stück weiter vorgezogen ist, sodass wir hier also eine Vollwange fahren können und das Strömungsbild ja eigentlich sehr gut aussieht, weil wir hier deutlich mehr Platz haben als in den Standardgehäusen, die man dann so aufdremelt. Das finde ich ganz gut, da hat Malossi ja mitgedacht und die ganze Sache ein bisschen verbessert. Ja, wie ihr sehen könnt, ist das eine 62er Kingwelle. Für diese Art Motoren ja, würde ich tatsächlich nichts mehr anderes verbauen. Die Wellen sind so extrem qualitativ hochwertig gefertigt. Ich kann euch da an dieser Stelle tatsächlich mein Video empfehlen, wo ich Kingwelle besucht habe. Schaut euch das an. Überirdisch. Ja? Qualitativ einfach überirdisch. Ja, hier haben wir noch Luftlöcher drin, die zur Kühlung dienen. Nein, Spaß beiseite. Hier ist noch ein Wolframgewicht. Ja, Vollwange, 62 mm Hub, 128er Pleuel. Also haben wir 2 mm mehr Pleuel. Und wir haben 2 mm mehr Hub, den wir an dieser Stelle wahrscheinlich am Fuß ausgleichen werden, um die Steuerzeiten zu erreichen, die ich erreichen will. Ich werde die Steuerzeit ein bisschen höher ansetzen, so geplant ist zu 125 bis 128 und 185 bis 190, weil ich mir die Kompatibilität zu anderen Auspuffanlagen halten will. Also nicht nur Polini-Box, sondern zur Not auch mal einen schönen Resopod. Ja, dann seht ihr hier hinten, ist ein bisschen dunkel, ich versuche es mal ein bisschen näher zu ziehen. Im Verborgenen liegt ein geheimer Schatz. Das ist die neue BGM Nebenwelle mit Kurz 3 und Ultra Kurz 4. Wird bald öffentlich für euch im Markt verfügbar sein. Ich habe das Glück, diese Welle testen zu dürfen. Oder wir haben das Glück, diese Welle testen zu dürfen. Das heißt, der Thorsten wird sie testen. Und haben das Ganze mit einer 62er Primär versehen, gerade verzahnt mit einem 25er Kupplungsritzel. Ich kann euch leider die King-Kupplung nicht zeigen, die auf der anderen Seite verbaut ist, weil da habe ich einen Deckel schon drauf geschraubt. Ja, traditionelles BGM-Lusso-Getriebe und zwar in Standardausführung, also das heißt mit einem normalen vierten Gang. Erste, zweite, dritte, vierte Gang völlig normal. Wir haben hier eine 0,2er Distanzierung gewählt. Ganz wichtig, wenn ihr das Getriebe zusammenbaut, solltet ihr euch merken, dass wenn ihr den unteren, also hier ist ja jetzt ein Schulterring, ich mache das mal größer. So. Hier sitzt ein Schulterring, da, an der Stelle. Und der untere Schulterring zur Ermittlung der Dicke und der Höhe ist es ganz wichtig, dass ihr bis in den zweiten Gang aufbaut und dann überprüft, wie das Zahnrad zur Nebenwelle steht. Im Idealfall sollte der Übergang vom Zahnrad des zweiten Ganges auf die Nebenwelle in einer Ebene stattfinden. Dann wisst ihr, dass der untere Schulterring die perfekte Höhe hat. Und dann braucht ihr nur noch den Rest oben zu distanzieren. Meine Empfehlung ist 0,2. Also Piaggio sagt irgendwie bis 0,4 wäre in Ordnung. Ich sage 0,2 hat sich bewährt, lässt den Gangrädern genügend Spielraum. Und ja, beim Verschalten haust du dir nicht sofort gleich alles in die Fritten. Ne? Also meine Empfehlung 0,2 mit der Fühlerlehre zwischen Sägering und Schulterring gemessen und dann sollte das in Ordnung sein. Ja, was wir noch verbauen werden, ist ein Ansauger. Den hole ich jetzt mal her. Sekunde, Moment. Ja, da haben wir ihn schon, den Lümmel. Ja, von meinem Freund, dem Basti von MRP, ist dieser Ansauger, wie ihr sehen könnt, unschwer. Und der ist speziell für das Malossi-Gehäuse gefertigt und ihr seht, dass der Einlassbereich wirklich riesengroß ist. Da kann also entsprechend gemischt durch. Was der ganzen Sache natürlich an Leistung noch zuträglich ist, ist, dass wir eine V-Force 4 haben, eine Tassi-Membran. Die wird dem Ganzen noch ein bisschen mehr ja, Flow ermöglichen, sodass die Leistung vielleicht um 1 oder 2 PS nach oben geht. Ja, CNC-gefertigter Deckel. Muss vorsichtig sein, ich habe es jetzt nur draufgelegt. CNC gefertigter Deckel, strömungsoptimiert, es ist einfach, also
Ja, das hat schon was von Sexspielzeug hier, wenn du das anfasst. Das ist einfach toll. Kostet sein Geld. Sicherlich nicht das günstigste. Es gibt vielleicht günstigere Alternativen, aber qualitativ oberste, ganz oberstes Regal, oberste Schiene, ja, will ich einfach mal sagen. So, jetzt bauen wir das Ganze hier mal auseinander. Vorsicht, dass nichts kaputt geht. Tassi V-Force 4, wunderschön. So, und jetzt versuche ich euch mal einen Einblick zu geben. Jawohl, da guck mal. Wunderbar. Da muss das ganze Gemisch durch. Das ist mal Loch, ne? Also wenn es um Löcher geht, ist MMP wirklich ganz weit vorne. Ja, sieht gut aus soweit. Ne? Ihr Lieben. So, und da mir ja bekanntlich noch ein paar Teile fehlen, werde ich jetzt heute erstmal anfangen, den Hobel hier zu zerlegen, den Altmotor auszubauen, zu gucken, was wir vorfinden, ein paar Modifikationen vorzunehmen am 35er Mikuni, an der Spritleitung. Wenn ich diese kleine Strohhalmleitung sehe, wird mir ein bisschen Angst. Und werden die kleine süße Maus hier mal vorbereiten für den richtigen Motor. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Pfeil. Wenn euch das Video gefallen hat. Ist jetzt der dritte Anlauf. Wenn euch das Video gefallen hat, ich verspreche mich häufig, das ist mentale Denkblockade. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben, den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar, sehr gerne, und natürlich ein Abo. Lasst ein Abo da, dann verpasst ihr nichts, wenn mir wieder mal was Blödes einfällt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt ordentlich und fromm, und wenn ihr rausgeht, fallt nicht in den Schnee. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.